Hallo ihr besten Menschen der Welt. Heute hatten wir die Gelegenheit, bei Square Enix einen Blick auf die PS4-Version von Final Fantasy Realm Reborn zu werfen. Zusätzlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, ein Interview mit dem Producer Naoki Yoshida zu führen. Was dabei rumgekommen ist, könnt ihr euch in diesem wunderschönen Beitrag ansehen. Wir wünschen euch viel Spaß. Mit dem Erscheinen des 2.2-Patches dürfen sich Spieler auf viele neue Inhalte freuen. Die PlayStation 4-Version erscheint kurze Zeit nach dem Launch des neuen Patches. Was Final Fantasy XIV Realm Reborn angeht, folge ich einer strengen Politik. Jeder Spieler soll plattformübergreifend auf die gleichen Inhalte zurückgreifen dürfen. Wir verzichten auf die Limitierungen und exklusiven Inhalte, weil wir jeden Spieler, egal ob PlayStation 3, PlayStation 4 oder PC-Nutzer, gleichermaßen behandeln wollen. Wir wollen verhindern, dass der Spieler den Eindruck bekommt, er müsse alle Versionen spielen, um Realm Reborn in all seinen Formen und Facetten genießen zu können. Das einzige exklusive Feature der PlayStation 4-Version ist die Remote Play-Funktion, ein Erlebnis, welches andere Plattformen derzeit nicht bieten können. Was exklusiven Content betrifft, möchten wir die User wie gesagt gleichberechtigt behandeln. Das ist uns sehr wichtig. Mit der PlayStation 4-Version bekommen Spieler, die nicht das Geld für einen teuren Rechner haben, nun auch die Möglichkeit, dieses fantastische MMORPG mit relativ wenig Geld in einer guten Qualität zu erleben, die man sonst nur von einer PC-Version erwarten würde. Was das angeht, bietet die PlayStation 4-Version eine ganz besondere Exklusivität. Ich könnte jetzt viele kommende Inhalte wie das Housing- und PvP-System aufzählen, doch ich glaube, das Beste ist, dass wir auch in Zukunft unglaublich viele Inhalte bieten werden. World of Warcraft begeistert so viele Nutzer, weil sie auf schier unendliche Inhalte zurückgreifen können. Und ich glaube, das ist auch das Rezept für ein erfolgreiches MMO. Nach dem Launch unseres neuen Patches werden gerade die neuen Spieler überrascht sein, wie viel Content auf sie wartet. Und sie werden sich fragen, wie lange es dauern wird, all diese Sidequests und anderen Events zu komplettieren. Unsere Antwort? Für immer. Unser größter Fokus liegt definitiv auf der Erstellung neuer und spannender Inhalte. Ich kann dir verraten, dass das Entwicklerteam von Final Fantasy XIV und Realm Reborn zurzeit das Team mit den meisten Mitarbeitern in Square Enix Japan ist. Jeder einzelne von uns konzentriert sich auf die Entwicklung von Final Fantasy XIV und Realm Reborn, um sicherzustellen, dass sich Nutzer auch weiterhin auf spannende Abenteuer freuen dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon bald neue Informationen zu neuen Inhalten preisgeben werden, aber wir arbeiten momentan mit Hochdruck am Expansion Pack, auf das ihr euch demnächst freuen dürft. Wir erleben deshalb zwar eine sehr anstrengende Entstehungsphase, genießen aber, dass wir an diesem wunderbaren Projekt arbeiten dürfen. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, wie viele Leute an diesem Projekt arbeiten, wäre das, glaube ich, schon eine bahnbrechende Meldung. Du wärst wirklich überrascht. Mein Boss sitzt gerade wenige Meter von mir entfernt und hört jedes einzelne Wort. Ich darf dir also nichts verraten, sonst bekomme ich mächtig Ärger. Euch hat das Video gefallen? Dann hinterlasst uns doch ein Like und drückt auf den Abonnier-Button. Das komplette Interview und unsere Vorschau zur PS4-Version von Realm Reborn findet ihr auf unserer Seite www.ingame.de. Weitere Videos von uns erreicht ihr mit einfachen Klicks auf dieser Endcard. Wir wünschen euch viel Spaß!